What's your limit? Hey Leute, Karl hier. Was geht? Es geht gleich los, aber zuerst. Wartet, gleich kommt's. Der Song hat mich in der letzten Zeit ein paar Mal richtig aus dem Motivationsloch rausgezogen. Wisst ihr, was läuft? Wisst ihr, wer es ist? Könnt ihr es hören? Hört ihr zu? Auf den Text achten. Ganz genau so sieht's aus, Leute. Till I Collapse, Eminem. Aber die epische Version versus 300 Violins ziehen mir derzeit extrem oft vorm Training rein, auf der Fahrt zum Training. Oder wenn ich einfach glaube, hey, boah, Mann, so viel Stress, so viel Scheiß um die Ohren, es geht nicht mehr weiter. Und dann sagt er aber, till I collapse, also bis ich quasi zusammenbreche, werde ich immer weitermachen. Und genau so sieht's aus, wir haben das Thema, ich hoffe, man kann es hier hinten sehen, T1, Training 1. Und zwar geht es um die Trainingsphilosophie. Ich mache das Video wieder so, wie ich angefangen habe, das Ernährungsvideo zu strukturieren. Um die Ernährungsserie zu strukturieren, falls ihr dort das erste Video verpasst habt, dann klickt bitte hier drauf, dann könnt ihr das Video nochmal anschauen. Ganz wichtig zunächst mal, die Quellen. Welche Quellen verwende ich? Ich verwende hauptsächlich Quellen, die wirklich wissenschaftliche Substanz haben. Also ich lese mir Bücher durch von Trainern, von beispielsweise Powerliftern. Ich lese mir Trainingspläne und Skripte durch von Olympiaathleten, Trainern. Und auf YouTube schaue ich mir 3DMJ an und diese Jungs, die sind in den USA, da gibt es einen, der heißt Eric Helms und er hat das Äquivalent zu einem Doktortitel, was Training betrifft, was Ernährung betrifft, solche Geschichten, das heißt, das sind so meine Hauptgeschichten und natürlich aus dem Bereich Natural Bodybuilding, das ist deswegen ganz, ganz wichtig, weil man natürlich ohne Supersprit ganz andere Trainingsvoraussetzungen, Regenerationsvoraussetzungen, Proteinsynthese und so weiter hat. Ich werde danach noch in ein paar kleine Beispiele eintauchen, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man die Informationen nimmt, die zu einem selber passen. Da habe ich zwei ganz wichtige Punkte. Zunächst mal, ist man natural oder ist man nicht natural? Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kann ich eine ganz andere Trainingsfrequenz fahren und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt ist der, natürlich alles immer angepasst aufs persönliche Kraftlevel. Es ist natürlich klar, dass ein Anfänger ganz anders trainieren muss, wie jemand, der schon weiter fortgeschritten ist. Das also schon mal vorneweg. Zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Jetzt Punkt Nummer zwei, und es ist jetzt ein Riesenpunkt, der ist quasi über die ganze Tafel verteilt und ich lege jetzt auch endlich mal das Handy aus der Hand, denn das brauchen wir nicht mehr. Also, es ist im Endeffekt hier, ich habe jetzt verschiedene Namen aufgeführt, bin noch am Überlegen, was am besten dazu passt. Power, Stärke und Hypertrophie, Hierarchiepyramide. Denn was wollen wir? Wir wollen im Endeffekt stärker werden, ja, wir wollen Power und Funktionalität entwickeln und natürlich als Nebeneffekt Muskulatur aufbauen, also eine gewisse Hypertrophie erzielen und das Ganze würde ich auch als Priority Pyramid, also Prioritätspyramide bezeichnen. Was ist denn das Allerwichtigste im Training, worauf ich achten muss und was sind dann die zwar auch sehr, sehr wichtigen Faktoren, aber die weniger wichtigeren Faktoren? Und wir fangen ganz oben an und warum ist man in der Pyramide umgedreht? Weil die wichtigsten Punkte, die fettesten Punkte sind oben und nach unten kommen dann die weniger wichtigen Punkte. So habe ich jetzt mal in meinem Verständnis aufgebaut. Die meisten Leute machen natürlich die Pyramide, die so aussieht, aber dann wäre ja das Oberste, das Wichtige ganz klein. Ich drehe das Ganze um, weil ich finde, das Wichtigste soll natürlich auch am meisten Platz bekommen. Das ist zumindest mal meine Meinung. Jetzt, ich habe hier ein paar Leitsprüche. Zum anderen mal Facts versus Feelings. Das heißt also, was für mich ganz wichtig ist, dass man Fakten hat, dass man Zahlen hat, dass man mathematisch strukturiert und geplant vorgeht. Denn ich kenne extrem viele Leute, die gehen ein ganzes Jahr trainieren und die fühlen sich gut, die fühlen sich erschöpft nach dem Training, die fühlen sich gepumpt, die fühlen sich gehypt und so weiter, aber bauen ein ganzes Jahr lang keine Kraft und keine Muskelmasse auf. Hingegen die Leute, die wirklich strukturiert ins Training gehen und ganz genau wissen, ich muss so und so viele Wiederholungen mit dem und dem Gewicht so und so oft pro Woche machen und dann immer das Gewicht aufschreiben, die Anzahl der Wiederholungen,
Intensität strukturieren, aufschreiben, was technisch gut, was technisch nicht gut. Das heißt einfach das Ganze mathematisch aufbauen, dokumentieren und planen. Das ist hier ein riesiger Punkt. Ja? Und ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist Fortschritt versus Failure. Also es ist viel, viel wichtiger, dass man sukzessive stärker wird, eine gewisse Progression halt aufbaut, anstatt sich jedes Mal nur fertig zu machen. Das heißt, also der Maßstab ist, dass ich jedes Mal mehr Leistung, mehr Gewicht, mehr Volumen bewegen kann, wie als ob ich mich jedes Mal einfach nur kaputt trainiere. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen intelligenter trainieren und nicht immer nur härter trainieren. Okay, das heißt also, Stärke und Progression ist extrem wichtig im Vergleich zu Punkt, wie man sich fühlt, ja, oder wie erschöpft man nach dem Training ist. Denn ich kann euch garantieren, ihr könnt ein Jahr lang den besten Pump im Bizeps haben, kann aber sein, dass ihr nicht großartig was aufbaut. Wenn ihr aber beim Bizeps Curl oder beispielsweise bei den engen Klimmzügen Wiederholungen und Gewicht draufpackt, dann kann ich euch garantieren, dass ihr besser werdet. Das ist das Gleiche, ihr könnt beispielsweise 3, 4, 5, 6 coole Brustübungen machen mit Maschinen, mit Überzügen, mit Crossovers und allem, immer einen richtig guten Pump haben, euch erschöpft fühlen, euch richtig gut fühlen, aber ein Jahr lang nichts aufbauen. Hingegen der einfach nur sauber sein Bankdrücken, sein Schrägbankdrücken, seine Dips macht und anstatt jetzt 80 Kilo 95 oder 110 Kilo drückt am Ende vom Jahr, bei dem kann ich garantieren, dass die Arme dicker sind, dass die Brust massiver ist und so weiter und so fort. Das heißt, mit dem System kann man auch wirklich garantieren, dass Muskelmasse aufgebaut wird. Und natürlich, dass Kraft aufgebaut wird. Ganz, ganz wichtig, weil diese beiden Dinge, die gehen Hand in Hand im Natural Bodybuilding. Kraftaufbau und Muskelaufbau gehen Hand in Hand, aber nicht immer linear. Manchmal werde ich ein paar Wochen stärker, die Muskelmasse kommt dann ein bisschen später, dann stagniere ich vielleicht kurzzeitig, aber die Muskelmasse kommt nach. Das heißt, es muss nicht proportional und zeitgleich synchron passieren. Ganz, ganz wichtig. Dann, der zweite Punkt. Die Frequenz und der Reiz. Es ist so, dass das Training, der richtige Trainingsreiz, lokal, also in dem Muskel, der trainiert wird, die Proteinsynthese anregt. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise meine Brust trainiere, meinen Rücken trainiere, meine Arme trainiere und dort den richtigen Reiz setze, dann sendet mein Körper ein Signal aus, dass ich in diesem Bereich Proteinsynthese betreibe, was im Endeffekt so viel heißt, dass freie Aminosäuren eingefangen werden und die werden jetzt dazu verwendet, neue Muskelmasse aufzubauen. Dieser Prozess hält aber nach einem korrekten Reiz nur 48 bis 72 Stunden an. Das heißt, wenn ich jetzt einmal pro Woche beispielsweise in den richtigen Reiz setze, nur einmal trainiere, dann baue ich beispielsweise ca. 50 Mal im Jahr Muskelmasse auf, verschenke aber ziemlich viel Zeit, weil ich könnte jeden zweiten, dritten Tag trainieren, das heißt also 2 bis 3 Mal pro Woche in den Reiz setzen, somit also 100 bis 150 Muskelaufbaureize provozieren und in Gang setzen und somit natürlich auch deutlich mehr und deutlich schneller Kraft und Muskelmasse aufbauen. Ja? Und dazu ist natürlich auch der richtige Reiz wichtig. Das heißt also, die Frequenz muss stimmen, wie oft man trainiert und auch wie sehr man den Muskel reizt. Ja? Auch wieder bezogen aufs aktuelle Kraftlevel. Da habe ich außerdem für euch hier noch ein Video. Ihr könnt dieses Video hier anklicken und euch das Video anschauen. Da wird euch erklärt, in welchem Kraftbereich ihr momentan seid. Ganz, ganz wichtiges Video. Das heißt also, das Volumen und die Intensität müssen zusammen stimmen. Volumen, dazu kommen wir gleich später, heißt im Endeffekt, wie viele Übungen, mit wie vielen Sätzen, wie viele Wiederholungen und wie viel Gewicht mache ich im Endeffekt. Ganz wichtig, viele gehen her und haben aus den alten Magazinen oder aus irgendwelchen Trainingsplänen von Pro-Bodybuildern 3, 4, 5, 6 Übungen mit 4 Sätzen, a 20 Wiederholungen und machen einfach ein viel zu hohes Volumen und überreizen den Muskel, andere wiederum unterreizen den Muskel. Und wir wollen einfach den optimalen Reiz setzen. Und da ist noch die Intensität ganz, ganz wichtig. Denn wir müssen jetzt unterscheiden zwischen der Erschöpfung des Muskels und der Entscheidung des zentralen Nervensystems. Und außerdem, wir schneiden jetzt diese ganzen Punkte an. In den kommenden Videos werden natürlich all diese Punkte vertieft. Oder auch, wenn ihr komplett ungeduldig seid und jetzt schon loslegen wollt mit dem richtigen Trainingsplan für euch, könnt ihr hier das Bodywork abchecken. Guckt das ganze Ding an und dann habt ihr sofort alles, was ihr braucht. Auf jeden Fall, ich komme zurück zur Intensität. Die meisten Leute trainieren komplett zum Versagen, erschöpfen also den Muskel oder auch nicht, aber erschöpfen auch ihr zentrales Nervensystem. Das heißt also, die Schaltzentrale, die im Endeffekt alles bestimmt, die gibt die Signale, dass der Muskel kontrahieren soll. Und wenn ich jetzt
beispielsweise meinen Oberkörper trainiere und mein zentrales Nervensystem komplett erschöpft beim Oberkörpertraining, dann sind muskulär gesehen die Beine am nächsten Tag zwar frei, erholt, die kann man trainieren, aber die Schaltzentrale ist noch nicht regeneriert. Das heißt also, wir können nicht 3, 4, 5 Mal am Tag oder im gleichen Training bis zum Muskelversagen trainieren und dann glauben, dass wir am nächsten Training, am nächsten Tag noch das Maximum aus dem Training rausholen. Deswegen gibt es da auch wieder eine Intensitätsabstufung, entweder von 1 bis 10, ja, nach oben oder nach unten. Ich habe das bei meinem Programm meistens von 1 ist Muskelversagen und dann geht es aufwärts. Da habe ich mir ein System aufgebaut. Auf jeden Fall soll man immer in den Intensitätsbereich trainieren, bei dem man noch eine Wiederholung im Tank hat oder die Wiederholungen gerade noch schafft und nicht jedes Mal abkacken und bis zum Muskelversagen trainieren. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Haben wir das nächste, Stufe 3, ich nummeriere es gerade mal durch, Stufe 1, Stufe 2. Jetzt sind wir hier bei Stufe 3. Bei Stufe 3 haben wir jetzt die ganzen unterschiedlichen Punkte, die unter das Thema Volumen fallen. Pro Muskelgruppe sollte man 1 bis 3 Übungen machen. Man sollte ca. 20 bis 30 Wiederholungen je Übung machen. Hier jetzt auch nochmal ein Beispiel. Die Anzahl der Wiederholungen und der Sätze verhält sich also antiproportional. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn man jetzt im Wiederholungsbereich 5 Wiederholungen trainiert, dann braucht man 4 bis 5 Sätze, ja, oder sogar 6 Sätze, um 20 bis 30 Wiederholungen zu machen. Wenn man jetzt aber bei jedem Satz 8 bis 10 Wiederholungen macht, dann braucht man beispielsweise nur 2 bis 3 oder 4 Sätze. Das heißt, je weniger Wiederholungen ich mache, desto mehr Sätze und andersrum. Man sollte pro Muskelgruppe zwischen 40 bis 70 Wiederholungen machen. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise die Brust oder den Rücken habe, dann soll ich insgesamt mit den Übungen und den Sätzen auf 40 bis 70 Wiederholungen kommen. Dann geht es weiter. Die Wiederholungsbereiche, in denen ich trainieren will, die sollten sich natürlich an meine Ziele anpassen. Wiederholungsbereich von 1 bis 5 ist für den Kraftaufbau, für die intramuskuläre Koordination, ganz, ganz wichtiger Wiederholungsbereich. Da wird man vor allem stärker, das ist für die Grundübungen gut geeignet. Dann haben wir den Hypertrophiebereich von 6 bis 12 Wiederholungen und dann haben wir am Schluss noch den Kraftausdauer-Wiederholungsbereich, den Pumpbereich von 15 bis 20 Wiederholungen. Und diese Wiederholungsbereiche, die sind natürlich auch übungsspezifisch. Ich gehe jetzt beispielsweise nicht her und mache bei einem Konzentrations-Bizeps-Curl Wiederholungsbereich von 1 bis 5. Das mache ich eher beispielsweise beim Bankdrücken. Das heißt, Grundübungen werden tendenziell in den oberen beiden Wiederholungsbereichen gemacht. Ja? Grundübungen und Isolationsübungen werden tendenziell in den höheren Wiederholungsbereichen trainiert. Dann kommen wir zum fünften Faktor. Ich nummeriere nochmal 4. Fünfter Faktor ist die Übungsauswahl. Das heißt also, welche Übungen wählen wir, um den gesamten Körper abzudecken. Natürlich ist hier die Technik auch ganz, ganz wichtig. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man Übungen auswählt, die den maximalen Wiederholungsbereich bzw. Bewegungsradius des Muskels abdecken. Und dann haben wir noch ganz am Schluss Pausen und Tempo. Das heißt also, beispielsweise bei Grundübungen mit schwerem Gewicht, niedriger Wiederholungszahl, verwende ich tendenziell längere Pausen. Und bei hohen Wiederholungszahlen und Isolationsübungen verwende ich eher kürzere Pausen. Und das Tempo, die Atmung, solche Geschichten müssen natürlich auch noch abgedeckt werden. Jetzt haben wir uns mal einen Overview verschafft, jetzt haben wir mal die Trainingsphilosophie, hinter der ich stehe, angeschaut. Denn ihr seht ja jetzt x Leute auf YouTube, x Bücher, x Personen und so weiter und so fort. Und ihr müsst euch entscheiden, hey, wem höre ich am meisten zu, nach wem trainiere ich, was mache ich und so weiter. Jetzt habt ihr hier mal meine Philosophie in puncto Training, ihr habt meine Philosophie in puncto Ernährung, ihr wisst, für was ich stehe, ihr wisst, was meine Quellen sind, vor allem in puncto Ernährung habe ich auch extrem viele Namen genannt. Und jetzt könnt ihr euch das Ganze anschauen und entscheiden, hey, will ich mir die Sachen von dem Typ oder von dem Typ anschauen. Was als nächstes kommt, ganz wichtig, ist die Erwartungshaltung. Wie schnell kann man wie viel Muskelmasse und Kraft aufbauen? Was sind die genetischen Limits und was... Ich meine, welche Rolle spielt die Genetik überhaupt? Das sind nochmal ganz, ganz wichtige Faktoren, die als nächstes kommen. Und wie schon gesagt, es sollte jeder sich das Bodywork 360 anschauen. Da sind all diese Informationen so aufgebaut, wie in einem Seminarkurs, dass man ganz genau weiß, hey,
was ist für mich der richtige Trainingsplan, der richtige Ernährungsplan und so weiter und so fort. Checkt es ab. Ich hoffe, also schwer hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.